Also ich bin keine bunte Malerin. Ich bin auch kein malerischer Maler. Ich bin mehr denn der zeichnerische Maler. Also sind einfach immer wichtig, so die Linien und so reduziert wie möglich. Manchmal kommen ja Grenzen, weil es ist schon noch schwierig, so schwarz-weiß, das muss man auch aushalten, oder? Und dann komme ich nicht weiter und es verklopft mich hier. Und wenn ich jetzt mit Farbe malen würde, dann könnte ich einfach kurz in die Farbkisten abgumpen und mir eine schöne, angenehme Farbe rausnehmen. Aber das kann ich nicht, ich muss ja dann auf dem Reduzierten bleiben oder kann vielleicht noch ein bisschen Grautöne gehen. Und manchmal ist es schon noch schwierig, das auszuhalten. Also ich kann es nicht steuern. Es ist immer, beim ersten Strich, den ich mache, weiss ich genau, es ist nicht das, was ich will. Und dann geht es weiter. Also ich kann das nicht so planen, es passiert einfach.